Zombies Hair bei Resident Evil Revelations. Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war... Mist, das ist eine Falle. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen fest. Wer zur Hölle bist du? Raymond, du bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Ein bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen, auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Cojones geschossen. Jetzt hättest du mit A kannst du den so. Jetzt nicht mehr, nur wenn er das anzeigt, dann machst du unseren Move. Überall was rum. Oh, der Steuerradschlüssel. Interessant. Ah, Customizer. Hatten wir nicht irgendwo anders auch mal ein Kartendinge gebraucht? Ja. Hatten wir aber noch nicht, oder? Nein. Oha. Kann man nicht irgendwie rennen? Tja, scheinbar nicht. Das Bild da. Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Ja, dann können wir die Waffe von der Wand nehmen. Untersuchen, vielleicht steckt was in dem drin. Ja, wenigstens so langsam, dass man wenigstens mal auf Pause drücken könnte, wenn man das guckt. Falls jemand das lesen will. Okay.
Genau. Wie auch willst du den noch angucken? Besser. Sonst ist da nichts? Nö. Wir sollten zum Notfall Kommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Da liegt noch was links. Kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir es dabei. Jetzt kannst du hingehen und dem so ein... Oh, doch. Danke. Erst wenn er diese Schlangenzunge draußen hat. Ja, ja. Ah. Ist auch in die Schränke? Ah, voll. Oder ist das hier, wo wir schon mal waren? Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Kann sehr gut sein. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo wir hier sind. Will ich nach unten? Keine Ahnung. Immer. Da, immer weiter. Guck mal auf die Map. Mit dem linken Dinge da. Klick. Oben RB. So. Da fehlt ein Schlüssel. Türen können geöffnet werden. Da ist eine Tür, die wir öffnen können. Auf der Etage sind wir jetzt auch, ne? Ja. Okay. Aber ja. Hm. Gehen wir einfach mal zum Schlüssel. Was ist da? Raus! Auf jeden Fall müssen wir zu den einen Raum mit der Waffe. Wer ist jetzt der Raum hier gewesen? Hier muss irgendwas sein. Ja, das Tagebuch. Ja, sehr interessant, das Tagebuch. Und dafür gibt es einen Schlüssel, für da reinzukommen. Nein. Da ist, wie man sieht. Ich mach's jetzt da runter. Trotzdem musst du in jeden Raum gucken. Wir müssen den Dingen suchen. Hier war's. Ja, da wo die Waffe war. Nee, hier war die nicht. Das war, wo du gestartet bist. Wo du hin musst? Nö. Ja, hier ist ja keiner mehr. Wir haben die schon alle abgemurkselt. Wer weiß? Jetzt komplett woanders. Dann bist du schon dran vorbei. Egal, mach mal. Geh mal weiter gucken, weil irgendwo war das doch. Wir brauchen diese blöde Waffe. Nee. Nee. Ist die unten? Nein, die war nicht unten. Wieso soll die nicht unten gewesen sein? Weil ich mich erinnere. Mhm. War den Weg nicht. Na toll. Was siehst du? Ja. Wie kannst du das Emblem wieder mitnehmen? Nö. Ja, stell dich mal von vorne dran. Ah, okay. Wie kann ich jetzt meine Waffe wechseln?
Mit dem Steuerkreuz links, rechts. Das ist ein Steuerkreuz. Geil. So, jetzt zu dem Schloss. Was? Cool. Jetzt zu dem Schlüssel, oder war das das? Geh mal auf die Map. Das war das. Oh. So, dann müssen wir jetzt... Da unten eine Schlüsselkarte, da auch. Da. Warum ist da eine Waffe zum Aufschießen, heißt das? Da hinten müssen wir hin. Links. Ach. Siehst du da den Punkt? Kannst du drehen? Mit dem rechten Stick. Oder mit L kannst du drehen, glaube ich, ja. Wie kommen wir da hin? Warte. Ah, mit dem Aufzug dann. Oh mein Gott. Mann, mit der Map komme ich gar nicht zurecht. Das ist ja voll riesig. Das ist wie bei Zelda. Ach ja. Ja. Unterkabine oder Brücke? Wenn da die untere Kabine ist und da unten die Brücke. Warte mal. Da ist ein Schlüssel. Ja, aber und da ist die Schlüsselkarte. Ich würde zur Brücke. Hä, wir haben aber. Was bringt. Achso, das bringt uns ja gar nicht. Ja, das heißt nur, dass es verschlossen ist. Da unten ist eine Waffenkiste, das heißt das eine da. Das schießt den. Ah. Gegenwärtig. Hm. Ich würde sagen, keine Ahnung. Auf der Brücke waren wir ich doch eben. Ich glaube, untere Kabine. Ja, geh mal hingucken. Weil oben her sind wir ja gegangen und im Endeffekt landet dann mal wieder hier. Vielleicht haben wir jetzt hier irgendwas, womit wir den Schlüssel benutzen können. Weil irgendwo war ja nochmal sowas mit diesem. Sind wir mal auf die Map gucken, ob da so ein Kartensymbol ist? Ja, da. Nee, nicht so ein Kartensymbol. Ich meinte. Was für ein Kartensymbol? Ach, ja, egal, mach mal. Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Oh. Was ist hier? Toilette. Ah. Also wirklich. Ja, wir sollten ja zu irgendeinem Kontrollraum. Aber der ist auf der Brücke, aber da war doch alles kaputt, oder nicht? Da war nicht so lang. Geh mal da durch den großen Raum. Ich sag ja da eh wieder. Wegen Schlüsselkarte, bla bla. Mhm. Ich mag so große Sachen nicht. Hier ist ja alles verschlossen. Ja, Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Jo, was bist du denn? Ich kann schießen. Kann ich mich ducken? Nee. Schade. Hä? Dein Schuss, klar. Wirklich. Ja, guck mal, da die Tür. Ah. Oh, mein Ankerschlüssel. Und da unten da Dinge, wo das große Tor ist. Ja, oder? Ja, genau, drin ich mit dem Rücken zur offenen Tür. Wow. Ja, ich glaube. Da muss ich was machen. Noch nicht. Das nenne ich ein Kreuzfahrtschiff. Man fühlt sich wieder. Geh erstmal die Türen rein. Aha. Wo ist denn dieser Notfallkommunikationsraum? Ja, da wo der Punkt ist. Voll. Im Kreis. Super. Im Aufzug.
Doch nicht im Kreis. Irgendwie. Geh mal weiter. Das ist ein Bild. Jetzt wieder runter. Oder? Nein. Solarium. Hä? Bin ich von hier gekommen? Nein. Toll gemacht. Tschüss! Herz jetzt. Oh. Wenn ich. Denke. What? Was ist das? Irgendwann kommt da so ein Mensch rausgeploppt. Rein. Oh. Da will ich nicht tauchen gehen. Immer da rechts jetzt bei der. Das war klar, so zurück. Oder auch nicht. Ne, den linken eins runter. Den linken? Wo ist links? Den eins runter und den in die Ecke oben rein. Nee. Nein. Nee. Oder so nach oben jetzt. Das muss doch auf die ganzen Punkte. Zack. Los geht's! So, was wurde jetzt gereinigt? Das hier. Das Filtern wird eine Weile dauern. Hätte ich wissen müssen. Ich komme später wieder. Wohin? Ja, da wo wir eigentlich hin sollten. Wir sind ja eine Story gefolgt. Wir sollten jetzt zu dem Punkt. Wir sind aber die anderen Wege gegangen, weil wir wissen wollten, was da ist. Oh, sehr grandios. Oh, guck mal da, eine geschlossene Tür.
Promenadendeck ist neben der Halle. Gehen wir. Wir sollten den Schlüssel finden können, den wir brauchen. Wo lang denn jetzt? Das siehst du doch auf der Map da oben. Da zum runden Punkt. Vielleicht musst du da unten durch? Keine Ahnung. Nur auf der richtigen Map. Welche Etage das sein soll. So, wir sind da. Also müssen wir runter. Irgendwo ist eine Waffenkiste, wo wir unsere Waffe wieder stärken können. Aufzug auch von hier unten aktivieren. Warum sind da immer zwei Türen? Weil das hier wahrscheinlich eine Ladetür ist. Um das neue Level zu laden oder so. Deswegen dauert das auch so lange. Und hängt kurz. Siehst du? Oh ne, ich war irgendwas. Ja, ja, geh mal vor. Dann ändert sich auch die Musik dann. Ich stelle davon aus, dass das statt ein schwarzer Ladebildschirm kommt halt eben sowas. Um das ein bisschen besser wirken zu lassen. Verstehst du? Ich höre Geräusche. Ja, was ist? Soll ich auch schießen? Du sollst A drücken. Hab ich. Du hast zu. Gut, dann geht's hier nicht weiter. Anderen Weg suchen. Weiter. Zwar müssen wir da hin. Da links entlang. Guck mal, der Pfeil zeigt ja auch links. Noch eine Waffe. Das ist nicht gut, dass hier überall Munition liegt. Ja, warte mal, geh mal zurück. Also den Tisch schieben oder den Stuhl. Ach, come on. Nee. Warum geht's das runter? Ich bin da nicht runter. Warum? Geh mal da an die Tür. Noch ein Wie toll. Oh Mann. Schaden 2. Und Feuerradel. Mach mal rein. Aber wo? Ja, auf die erste. Hauptwaffe. Die Hauptwaffe? Ja. Ups. Noch mal eins runter. Was machst du denn? Nicht das wegmachen. Da. Schaden rein. Okay. Dann machst du da oben rein auf das erste, wenn die Spalte reingehen. So. Zack, und die Feuerrate. So. Ups. Da kannst du Schaden reinmachen. Ja. Oh Mann.
Yes, das ist schon so. Oh, jetzt ach, doch mal. Da ist doch noch eine Tür. Nee, ich öffne die noch nicht. Ich mache erstmal meine Waffen, ey. Oh, mach doch auf. Ich mache aber erstmal meine Waffen. Oh, du kannst sie wahrscheinlich gar nicht öffnen. Jetzt rennst du hoch, jetzt rennst du wieder runter und musst wieder hochrennen, weil die Tür sich gar nicht öffnen lässt. Ja. Feuerrater, die Waffe. So, jetzt bin ich ausgestattet. Keine Lust auf Monster. Bist du eh nicht durch? Wer weiß. Ah ja, geil. So, und jetzt kommen wir nicht mehr so geil. Laut lieber nach. Aber doch nicht von hier aus. Geh doch mal von der Tür weg. Welcher normal denkende Mensch würde sich an die Tür stellen und es dann kaputt machen? Ich würde... Zu spät. Scheiße. Falsche Waffe, Mann. Wo die andere, Mann? Was ist das denn? Diesmal ein bisschen mehr in die Höhe. Nicht in den Po. Daphne! Freunde? Weg da! Ich versuch's doch! Ich wurde gefangen! Ich wurde festgehalten! Ach. Let's go! Ach, falsche Waffe! Was willst du denn damit? Ich dreh dich, geh doch mal zurück! Guck mal da! Okay, das Ding schießt du gleich kaputt, wenn er da dran geht. Du gehst jetzt dahin, schießt die Tür auf und rennst weg. Hol erstmal die Muni. Du schießt aber mit der anderen Waffe bitte da drauf. Ja. Nicht von da aus, geh in die Ecke! Meine Güte! Da ist aber der Typ! Ja und, den interessiert keinen, der kann sich um sich selbst kümmern. Waffe wechseln. Ah ne, doch noch nicht. Aber doch, da die kannst du abschießen, normal. Doch nicht damit. Ich hab die Waffe falsch. Egal, dreh dich um. Die Waffe ist gut gerade. Da, schieß. Warte, nein, nicht auf. Nicht. Oh nein. Was? Ich glaube, das war mal der Nachrichtenoffizier. Wo ist er hin? Welche Waffe? Jetzt gleich auf das Ding schießen, da. Auf das Ding schießen. Hol die andere Waffe. Geh hin, kick ihn. Geh hin. Hau ihn. Und weg von ihm! Er hat ein zweites Kopf! Ja! Schießen! Laden! Zu viel Info! Weg! Ist weg! Oha! Unter da! Da ist noch so ein Ding gleich! Oh mein Gott, hier ist alles voll mit Viechern! Oh mein Gott! Dreh dich um! Schieß die Tauern! Oh! Oh, komm, warum drehst du dich, du Dumme? Muss dich heilen.
Nicht das Ding gehabt. Warum schießt er das denn? Ich würde mal weglaufen da. Vielleicht bist du. Wo ist der andere Typ? Ja, der ist auch da drin. Dreh dich um. Wie wär's mit einem Schnellumkehr? Schießen. Erstmal hier oben die wegschießen. Oh. Nachladen. Junge, Junge, Junge. Ey, schau den. Schieß auf das Ding. Du denn? Da, Energie. Warum schießt du nicht? Warum rennst du auf den zu, ohne dich zu be... Nein. Warum? Laden. Wie kann ich... Dings! Weg da! Weg! Dreh dich um und lauf! Wohin denn? Ja, jetzt bist du gleich in der Sackgasse. Nicht da. Toll! Ah, da kann man durchschüpfen. Gut zu wissen. Hallo? Schieß! Achso, bleib doch mal hinten. Schießen, schießen, schießen! Was machst du? Ich kann da durch. Wie wär's mit Schießen? Durch doch! Ja, du musst laufen dieses Anvisier-Dinge machen. Das war aus Versehen! Ja, ja, ja. Und gleich tot, da ist er wieder. Weg da. Schieß doch durch die Fenster, Mom! So kriegst du die nie down. Geh doch hin! Alter! Ja, moin! Andere Waffe. Andere Waffe. SOL. Geil. Jetzt bist du eh down. Ah. Doch nicht so nah, wenn du da dran stehst. Jetzt schieß es an. Ja gut, wenn ich nachher nicht so gut. Schießen, 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 schießen. Und hin. Aha. Zurück, zurück. Ah. Oh mein Gott. Weg da. Och, meine... Oh, woher kommst du denn? Hä? Was machst du? Ich hab falschen Knopf gedrückt. Ich kann nicht... Ja, hin. Jetzt hier sind auch Leute. Ich habe keine Munition mehr. Oh mein. Ich muss den Kopf wegschießen, den rechten. Weg da. Na. Das war's. Nur wegen diesem Dreckteil. Ja, ja, ja. Ach, und du denkst, du kannst es besser?
andere Waffen auch noch laden. Ich weiß das. Ja. Ich weiß nicht, wie es läuft. Mist. Ich weiß nicht, warum das Vieh so viel aushält, oder muss man hier irgendwas anderes machen sonst? Wirf mal Bombe. So, wir machen noch. Ja? Unten ist das. Ja, komm, lad mal schneller. Die Bombe da. Welche? Da, an der Treppe. Das gibt's echt nicht. Du kannst, glaube ich, durch die Tür da gehen. Das welche? Ja. Nein, die andere. Die, wo wir gesagt gefunden haben, von der anderen Tür geschlossen. Ja, von der anderen Seite. Fletch! Ein Schlüssel haben wir. Ist das der Schlüssel zum Notfallkommunikationsraum? Ja. Jo, guck mal, was da noch Leute sind. Oh! Was ist denn die Metzel hier, ey? Ey, lebt der immer noch? Down, runter. Du, es reicht mir. Da hinten war auch noch Munition. Nee, die hat es schon.
Alter, was hat der denn ausgehalten, ey? Unglaublich. Hier wieder einsacken. So, was haben wir jetzt noch hier? So, der Schlüssel war für? Die Tür. Große. Hier vorne. Die da. Ja. Und was mit der Tür da vorne? Das war nur da, dieser Durchgang hinter rein. Der rot ist. Da auf der Map rechts. Ja, da waren wir am Anfang. Das war da, wo wir nicht durch konnten. Ja, also warte mal. Ich hab ein Armband an. Und eine Uhr. Zum Vordeck, da waren wir doch noch nicht. Vordeck wäre da. Und was wäre das andere? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Brücke. Ja, das will ich ja gerade gucken. Da rechts müssen wir hin. Ja, Brücke waren wir ja noch schon. Dann zum Vordeck. Hey, wo bist du? Nein! Er ist schon wieder weg. Kann doch nicht sein Ernst sein. Geh weiter, der wird schon kommen. Ja, so kommt der nicht, wenn du wartest. Muss schon. Guck mal auf den Tischen. Auf den anderen Tisch. Schlüsselkarte. Granadas. Total. Das ist eine Vase. Safe mit Kartenleser. Oha. Oh. Geh mal in die Tür. Damit er uns wenigstens anzeigt, was damit ist. Ja, jetzt zeigt er uns aber auf der Karte an, dass dazu ist. Dann wissen wir auf der Map, was geht. Wir brauchen diese verdammten Kartenlesegerät. Wir brauchen eine Karte, kein Gerät. Oh. Diese Tür. Waren wir ja schon. Und jetzt? Erst wenn wir auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Du rennst die ganze Zeit. Ich weiß wohin. Ja, und wohin? Da ganz hinten. Ja, und wie kommen wir da durch? Dahin? Vom Vorderdeck. Da. Wir müssen da wieder in. Was vom Vorderdeck? Da kommen wir ja nirgendwo durch. Doch. Seitendeck, wie kommen wir da hin? Guck, da. Das Vorderdeck, da muss man da durch die Karte. Wir waren doch gerade beim Vorderdeck. Ja. Aber guck mal, da müssen wir durch, oder nicht? Ja, aber da müssen wir um die Karte. Ja, und wo kriegen wir die Karte? Das ist ja die Frage. Und wie kommen wir da zu dem runden Raum wieder? Da waren wir doch schon mal, oder nicht? Solarium, ja. Ja, da müssen wir jetzt wieder hin. Da, wo wir das Wasser abgelassen haben.
Toll. Wohin müssen wir für das Solarium? Ach, keine Ahnung, irgendwie kommen wir hin. Ladendeck. Ja, wo wir gerade eben waren. Vielleicht kommen wir jetzt da hinten durch. Wie gesagt? Nein, nicht da, sondern da. Ne, können wir immer noch nicht. Da waren wir auch nicht. Geh rechts hoch. Hier waren wir schon. Ja, aber wir müssen ja zurück da. Guck mal da an der... Geh zurück. Guck mal da an dem Tor vielleicht was. Da waren wir doch durchgegangen. Ah, Bayern weiter. Er hat auch die eine Stelle, wo er gesagt hat, wir kommen wieder, als wir das gereinigt haben. Ich weiß. Müsste ja jetzt sauber sein. Hoffentlich funktioniert die Ausrüstung hier auch. Mal nicht den Teufel an die Wand, Jill. Deine Vorahnungen werden meistens wahr. Hallo. Seit wann tickt die Uhr? Die ganze Zeit. Ah. Ja. Raymond! Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Ha. Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Hey, kommt mal her. Jetzt ist Zeit zu reden. Schaut. So soll ich dann schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ehe ich davon lebe. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen. Daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Guppies in Haie. Ruhe. Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veldrum. Rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veldrum. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren. Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfe ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden.
gar nichts. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. So, meine Freunde, und damit ist dieser Part auch wieder abgeschlossen. Und dann sehen wir uns. Oh, danke für die Kampagne. Oha. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.